Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Klonoa. Und ja, es ist mir vorhin wirklich gar nicht aufgefallen, bis mich einige von euch darauf hingewiesen haben. Ich habe mich nämlich nicht in dieser Speicherdatei Klonoa gelandet, sondern nur Klona. Also ich habe leider das O vergessen. Das ist mir leider erst viel zu spät aufgefallen, aber ich glaube, das ist jetzt auch wirklich nicht so schlimm. Gut, also, ich muss zur Chieftess im Vorlog-Wahl. Deswegen beginnt dieser Part jetzt mit Vision 3-2. Ich weiß, ich spreche das immer 3 bis 2 aus und eigentlich heißt es ja Vision 3 Abschnitt 2, aber ich habe mir das eigentlich bei vielen Videospielen immer so angewöhnt, dass ich halt immer 3 bis 2 sage, weiß auch nicht warum. Aber egal. Wow, auf geht's! Vision 3 bis 2, das angehaltene Rad, das Uhrwerk Baumhaus. Das war übel. So. Wow, und hier kommen auch gleich mal Gegner, die, glaube ich, sogar explodieren können. Ja, genau. Aua. Ja. So. Genau, der muss nämlich da unten bei dem Schalter explodieren. Dadurch wird nämlich diese Apparatur da in Bewegung gesetzt. Ja, genau. Also es ist hier eine sehr interessante Art, sich fortzubewegen. Also vom Ideenreichtum her, habe ich ja schon mehrmals gesagt, finde ich das Spiel wirklich erste Sahne. Auch wenn es, wie gesagt, schon etwas älter ist. So. Ein Schlüssel. So, da oben komme ich noch nicht rauf. Deswegen muss ich hier wieder zurück. Und mit dem Baumstumpf hier halt mal weiterfahren. So. Der wird immer von diesen Holzhämmern ein Stückchen weitergeschlagen. Ich weiß gar nicht, was soll denn das bringen, dass hier nochmal solche Viecher sind? Ich glaube gar nichts. So. Ah, ich weiß schon warum. Ich glaube, damit ich... Genau, damit ich an den blauen Edelstein da rankomme. So. Ah, ein Wecker. Sehr schön. So. Und hier lieber ein bisschen aufpassen, wollte ich gerade sagen, du Scheißvieh, du... Arschloch. So. Na, warte. So. Ah. Ah. Muss ich jetzt ganz schön aufpassen. Vollidiot. Oh Mann, ey. Was soll denn der Scheiß immer? Stürz doch nicht immer gleich bei jeder Gelegenheit ab, du Dummkopf. So. So geht's auch. Oder auch nicht. Ich will aber hier hoch. Ach so. Das ist im Hintergrund nur so zu sehen. Das ist gar kein Dach, wo ich draufstehen kann. So, geht doch. Ist auch ziemlich doof, dass man hier nur so ganz vorsichtig... das ist ja total schmal hier. So. Ha, erwischt. Genau dieses Symbol wollte ich ja haben. Oh, Gott sei Dank ein Wecker. So. Hm, das bringt gar nichts. Ah, Moment mal. So. Ah, jetzt könnte man auch da drüben wieder rüber. Ach, jetzt ist das hier auch... Verstehe. Nee. Komm nochmal her. Ah, scheiß drauf. Ich brauche diese Fee doch eh nicht. So, jetzt bin ich sowieso hier unten. Ah, Wecker aktivieren, bitte.
Danke. So, geht doch. Ah, ein Ei. Hm, Moment. Ich glaube, Gegner konnte man in dem Spiel sogar in die Räume mitnehmen. Jupp. Autsch. Aber ich habe ein Symbol bekommen. Dafür nehme ich Schaden gerne in Kauf. Oh, das ist ja schon wieder Joker. Tür geschlossen, erledigt. Tür abgeschlossen, erledigt. Meine Güte, sind wir also schon angekommen? Leider seid ihr ein bisschen zu spät. Und ich bin euch immer noch voraus. Ach, der wird's auch nie lernen. So. So, komm mal hier. So, danke. Sehr schön. Oh, was sind das denn für Viecher? Aua. Oh. Ich brauche jetzt erstmal wieder einen Schlüssel. Und irgendwie total unlogisch, was der gesagt hat. Der hat gesagt, Tür geschlossen, erledigt, Tür abgeschlossen, erledigt. Also geschlossen und abgeschlossen ist doch sowieso dasselbe. Na egal. Ein Herz, sehr schön. Ah, jetzt weiß ich auch, was ich hier machen muss. Und zwar muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen. So, genau. Wenn die Explosion den Schalter erwischt, öffnet sich die Tür. Was ist denn jetzt los? Ihr seid ganz schön weit gekommen. Aber wenn ihr den Schlüssel wollt, dann müsst ihr es bis hier oben schaffen. Aber selbstverständlich werdet ihr niemals so weit kommen. So, hier muss ich mir jetzt diese Vogelwesen zu Hilfe nehmen. So, naja. Muss es auch irgendwie, glaube ich, schaffen können. Ah, es geht sich nicht so ganz aus. Ja, die lassen sich immer ein bisschen fallen. Wie ging denn das nochmal? Wartet mal, das ging aber irgendwie. Ah, na siehst du. Ich glaube es nicht. Wie habt ihr es hier hochgeschafft? Tja, ich kann's halt. Nun gut. Ich schätze, ich muss dann mal los. Autsch! So ein Trottel. Tja, jetzt hat er den Schlüssel halt verloren. Und das Symbol habe ich auch erwischt. Sehr gut. In meinen Augen ist Joker einfach nur ein totaler Noob, der wirklich glaubt, er könne mich mit solchen billigen Tricks aufhalten, damit er seinen Meister Gardius irgendwie zufriedenstellt, aber naja. So, jetzt kann ich wenigstens die Tür hier öffnen und kann mal hier reingehen. Ah ja, genau. Das ist jetzt hier ein bisschen schwierig. Diese Schalter muss ich jetzt nämlich in der richtigen Reihenfolge betätigen. Ich weiß aber die leider nicht auswendig, also muss ich hier ein bisschen rumprobieren. Ich glaube, es gibt auch gar keine Hinweise für die Reihenfolge. Ich probiere jetzt mal Mitte... Mitte links rechts ist falsch. Mitte rechts links vielleicht? Auch nicht. Links rechts Mitte? Ah, es war links rechts Mitte! Dadurch setzen sich die ganzen Zahnräder wieder in Bewegung. Und jetzt komme ich auch dort hoch. Na bitte, einfach nur ein bisschen rumprobieren, also es war links, rechts, Mitte. Aua! Mann, ich wollte doch durch die Tür gehen. So, jetzt muss ich hier nochmal um den Baum herumfahren. Irgendwie so, oder? So, nee, ich glaube, ich muss einfach nur hier so wieder durch. Also gar nicht hier durch? Nö. Nee.
erstmal hier weiter. Achso, jetzt bin ich sowieso wieder beim Anfang. So. Ich glaube, ich musste sowieso hier lang. Wegen dem Schlüssel. Jupp, hier bin ich richtig. Weil jetzt komme ich hier eben hoch. Und ein weiteres Symbol. Jetzt fehlt mir nur noch mal eines. So, hier muss man auf diese Stachelviecher aufpassen. So, ah, und hier ist das letzte Symbol. Ich hab's geschafft. Okay. Ein Wecker. Wow, Kugeln und eine Edelsteinfee. Wow, Vorsicht. Nein! Aua. Autsch. Oh, hier gibt's wenigstens ein Superherz. Ah, Hilfe! So, egal, ich gehe rein. So, ich glaube, jetzt bin ich auch schon am Ende angelangt, oder? Jupp! Da ist schon wieder Joker. Endlich sagen, was du alles weißt. Wenn du nicht mit mir zusammenarbeitest, wird es sehr unangenehm für dich werden. Nein, ich dir nichts sagen. Okay, wenn du dich so benimmst. Es ist mir egal, dass du eine alte Frau bist. Ich werde mich nicht zurückhalten. Joker! Ihr zwei schon wieder. Wenn das so ist, dann schaffe ich euch alle auf einmal aus dem Weg. Du kannst sie dir vorknöpfen, Gelbbollen. Tja, es war schön, euch gekannt zu haben. Gelbbollen, nimm dich vor Angriffen von oben in Acht. So, Leute, dieses Gelkbollenvieh ist mein zweiter Endgegner in diesem Spiel. Und ich finde es immer wieder witzig, wie mir Joker quasi ungewollt immer einen Hinweis gibt. So, hier muss ich mir... ich muss erstmal mit den Sprungfedern ausweichen und dann muss ich mir hier so ein rotes Vieh schnappen, eine Sprungfeder benutzen und das Vieh quasi im Sprung in seine Mitte reinwerfen. So. Ja, aber dazu müsste ich eigentlich auch seine Blüte in der Mitte treffen können, weil sonst nimmt er keinen Schaden. So. Zack! Jawohl. Was das überhaupt für ein Name ist? Gelkbolm! Ich meine, wer hat sich denn den Namen ausgedacht? So, der wird jetzt aber... Ja, jetzt ändert er schon ein bisschen seine Taktik. Da. Autsch, Entschuldigung. Ihr wolltet doch nicht rülpsen, das gehört sich doch nicht. So, wo? Wo, 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 wo? Verdammt. Aua! Achso, jetzt muss ich erstmal warten, wo er auftaucht. Oder? So, komm. Komm her. Ich glaube, ich warte lieber, bis er hier so auftaucht. Oh Mann, ey! Lass das doch mal! So, komm her, du kleines Mistvieh. Na, wieso? Mann, ich treff den Arsch einfach nicht mehr! Oh.
Seht ihr? Ich treffe ihn einfach nicht mehr. Oh, ich hasse das. Ja, seht ihr? Es geht nicht. Mann. Ich hasse dich. Du bist so hässlich. Na also, Arschloch. Gibt's ja nicht. Wow, jetzt ist er richtig sauer. Was sollte das jetzt schon wieder? Hey, triff doch mal! Wieso treffe ich den nie? Ja, seht ihr, ich werf diese kleinen Scheißviecher immer daneben. Also, gibt's sie nicht. Wow. So, jetzt weiche ich hier lieber der Kugel mal aus. Ach du gute Güte. Scheibenkleister. Konnte ich nicht ausweichen. Na toll, jetzt bin ich auch noch gleich besiegt. Aber nicht vor dir, Geldbollen. Ich hab's geschafft. Mission 3 bis 2 geschafft. Ach, so ein Mistvieh aber auch. Tess, er hat dir nicht wehgetan, oder? Ich würde sowas viel zu alt. Naja, ihr mich gerettet. Ich euch danke. Chief Tess, Großvater hat gesagt, dass wir zu dir kommen sollen. Wir haben den Mondanhänger gefunden. Schon weiß, nicht alles erzählen müsst. König der Finsternis wieder erweckt. Mondanhänger, Sängerin Lefis und ein Traum nicht aus dieser Welt. Wie Legende vorhergesagt. Welche Legende? Ein Traum nicht aus dieser Welt. Der Legende nach, der Mondanhänger ist ein mystischer Schlüssel, der Mondkönigreich lässt erscheinen. Bereitet Altar in Sonnentempel, dann Weg sich öffnen wird. Was ist der Sonnentempel? Nun, ich habe Geschichten von einem großen Tempel gehört, der im Himmel schwebt. Aber wie sollen wir dorthin kommen? Wo Mondanhänger jetzt? Großvater passt zu Hause darauf auf. Böse Gestalten ihn suchen, ihr gut aufpasst, ihn versteckt gut. Aha, da ist er also. Ich muss schon sagen, dass euer Gespräch wirklich äußerst interessant für mich war. Joker! Andere zu belauschen ist Schummelei. Ganz und gar nicht. Es ist nur eine etwas andere Strategie. Ihr habt also gesagt, dass der Anhänger bei euch zu Hause ist, richtig? Dann muss ich wohl dorthin gehen, bevor ihr dort ankommt. Und Chief Tess, vielen Dank für die vielen hilfreichen Informationen. Jetzt ist es an der Zeit, Adios zu sagen. Hey du, bleib stehen! Großvater ist in Gefahr. Wir müssen uns beeilen. Okay. Weg durch Windruinen. Abkürzung nach Hause. Dort drüben. Das ist klasse, danke schön. Aber viel mehr Gefahr als normaler Weg. Passt auf gut. Okay.
Ja, das hört sich wirklich überhaupt gar nicht gut an. Jetzt ist Joker auf dem Weg ins Windmühlendorf, um Klonors Großvater aus dem Weg zu räumen, damit er sich den Mondanhänger schnappen kann. Das muss ich natürlich verhindern. Und im nächsten Part beginne ich dann mit Vision 4-1, wo ich durch die Windruinen zurück ins Winddorf muss. Also, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, Freunde. Ciao!